Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shantae and the Bride's Curse 27. Also die blaue da, die blauen Dinger da. Zeit für Blender hast, können wir vielleicht endlich weitermachen mit Skyrim Lobby Top, was wir jetzt sagen, ich habe ihnen die Tür gezeigt. Geht ab, es geht ab, wenn gut, nun hast du die Stätte des Bösen gefunden, jupp, und hast du das Böse, das ich an der Befände zerstört, mehr oder weniger, wie ich sehe, hast du meine Gelenke verschwindet, ich hätte sie früher gefunden, ich hätte damit die Eingeweide als bestimmten inkompetenten Häuptlings daraus geschnitten. Keusch, du bist ein neusiger Pirat, lass uns auf die Karte schauen, du gibst die Schlammpampenkarte.
Schlammpampeninsel. Nicht willkommen auf der Schlammpampeninsel. Es stinkt. Wir haben 3/5 der Macht des Piratmeister abgeschnitten. Er hat uns sicherlich mittlerweile bemerkt. Er wird von einem Grab aus versuchen, uns zu behindern. Aber genug davon, wir haben etwas anderes zu besprechen. Ich glaube, ich habe den Ursprung der dunklen Magie gefunden. Wie Ausschlussverfahren. Als die Genies den Piratmeister besiegt haben, mussten sie dafür ihre gesamte Macht verbrauchen. Sie verwandeln ihn zu Asche und Knochen. Ohne Magie verwandeln die Genies von dieser Welt keine Genies und ihre helle Magie mehr. Keine Piratmeister, sondern dunkle Magie mehr. Nur du. Ich, als ich deine Magie für meine Zwecke lieh, erinnerst du dich, dass ich mir etwas gewünscht habe? Da nimmst du meine magische Hilfe und nutzt sie für Böses. Daher hast du sie in dunkle Magie verwandelt. Das stimmt. Aber ich habe sie danach zerstört. Vielleicht nicht. Es ist eher wahrscheinlich, dass du Magie verstreut hast. Warum sagst du das? Weil Magie niemals wirklich zerstört werden kann, nicht wahr? Ich weiß nicht. Kurz nach dieser Begegnung bekam der Fluch, der auf meinen Männern lasse zu wirken. Das zeigt, dass eine neue Quelle von dunkler Magie gefunden wurde. Keuch, was auch immer der Ursprung der Magie ist, wir können uns später mit befassen. Du hast eine andere Stelle, das zu finden. Kann das wahr sein? Nutze Piratmeister meine Magie. So, jetzt hole ich mir erstmal das vierte Herzchen. Reptune, go! Warum konnte ich jetzt kein Leben nehmen? Was ist das denn? Ja, jetzt springen halt drüber. Mann!
Ich hasse wieder so viele Wege. Boah. Du hast die dunkle Magie erhalten. Ich bin ein Hexer hinter diesem Tor, dass der verlorenen Seelen, dass er getrennt von den Lebenden und die in die Beide gefunden gehört und auf dich auch nicht betreten. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Folge. Tschüss. Bis dann. Thank you.